Also, da ja mein erstes Video auf diesem Kanal mein Theseus-Referat war und ich mich da hauptsächlich auf Plutarch gestützt habe, habe ich mir gedacht, das kann ich doch jetzt nicht einfach so stehen lassen, denn Plutarch hat Theseus innerhalb einer seiner Parallelbiografien geschrieben und jetzt muss ich einfach das Gegenstück dazu noch aufnehmen. Und zwar hat Plutarch Theseus und Romulus, den angeblichen Stadtgründer Roms, gegenübergestellt. Und jetzt werde ich das eben so hörbuchmäßig vorlesen, eben, also Romulus Biografie. Von wem und aus welcher Ursache der Stadt Rom ihr großer, durch den Ruhm zu allen Menschen getragener Name zuteil geworden ist, darüber herrscht keine Übereinstimmung bei den Geschichtsschreibern, sondern die einen glauben, dass die Pelasger, nachdem sie durch viele Teile der bewohnten Erde gewandert waren und viele Menschen bezwungen hatten, sich dort niedergelassen und nach ihrer kriegerischen Kraft, Rome, die Stadt so benannt hätten. Die anderen erzählen, bei der Eroberung Trojas seien einige entronnen und in den Besitz von Schiffen gelangt, seien dann von Stürmen nach der Küste Etruriens verschlagen worden und an der Mündung des Tiber vor Anker gegangen. Da nun ihre Frauen von der langen Seereise müde und überdrüssig waren, habe eine von ihnen namens Rome, die durch vornehme Geburt und Klugheit ausgezeichnet war, den Rat gegeben, die Schiffe zu verbrennen. Als das geschehen war, wären die Männer zuerst sehr erzürnt gewesen, hätten sich aber dann der Not gehorchend bei Palantion, also das heutige Palatium, niedergelassen, und als es ihnen nach kurzer Zeit besser ging, als sie gehofft hatten, da sich das Land als fruchtbar erwies und die Nachbarn sie wohl aufnahmen, hätten sie der Rome manche andere Ehre erwiesen und die Stadt nach ihr als der Urheberin der Gründung benannt. Von daher, so sagt man, ist die Sitte bestehen geblieben, dass die Frauen ihre Männer und Blutsverwandten mit einem Kuss begrüßten. Denn jene Frauen hätten damals, als sie die Schiffe verbrannt hatten, die Männer so begrüßt und geliebkost, um sie zu erweichen und ihren Zorn zu besänftigen. Wie andere sagen, Rome, die Tochter des Italus und der Lucania oder des Herakles-Sohnes Telephos und Gattin des Aeneas oder des Ascanius, Sohne des Aeneas, habe der Stadt ihren Namen gegeben. Noch andere behaupten, Romanus, ein Sohn des Odysseus und der Kirke, habe die Stadt gegründet. Eine weitere Überlieferung will, Romus, der Sohn Emationes, von Diomedes aus Troja entsandt, habe es getan. Endlich Romis, ein Herrscher der Latiner, der die aus Thessalien nach Lydien und aus Lydien nach Italien gewanderte Etrusker vertrieben habe, sei der Stadtgründer gewesen. Selbst diejenigen, die mit der glaubwürdigsten Überlieferung Romulus als den Namensgeber der Stadt bezeichnen, sind doch über seine Abkunft nicht einerlei Meinung. Die einen sagen, er sei ein Sohn des Aeneas und der Dexithea, Tochter des Phorbas, gewesen und als kleines Kind nach Italien gebracht worden, zusammen mit seinem Bruder Romus. Während die anderen Fahrzeuge in dem über seine Ufer getretenen Fluss zugrunde gingen, sei dasjenige, in dem sich die Kinder befanden, gemächlich an ein sacht abfallendes Ufer angetrieben worden, sie seien so wider alles Erwarten gerettet worden und hätten dann dem Ort den Namen Rome gegeben. Nach anderen soll Rome, die Tochter jener Troerin, Dexithea, und Gattin des Latinus, Sohne des Telemachos, den Romulus geboren haben. Nach wieder anderen Emilia, des Aeneas und der Lavinia-Tochter, die sich mit Mars verband. Noch andere erzählen ganz Fabelhaftes über seine Geburt. Tarchetius, dem König von Alba, einem höchst ungerechten und grausamen Fürsten, wurde in seinem Haus ein seltsames Wunderzeichen zuteil. Ein männliches Glied stieg aus dem Herd empor und stand dort viele Tage. Nun befand sich in Etrurien ein Orakel der Thetis, von dem wurde Tarchetius der Spruch überbracht, eine Jungfrau solle sich mit dem gespenstischen Glied begatten. Sie würde dann einen Sohn gebären, der hochberühmt werden würde, durch Tapferkeit, Glück und Kraft ausgezeichnet. Tarchetius eröffnete den Spruch einer seiner Töchter und befahl ihr, sich von dem Phallus begatten zu lassen. Aber sie weigerte sich und schickte statt ihrer eine Dienerin hinein. Als Tarchetius das erfuhr, wurde er zornig und setzte beide Frauen gefangen, um sie zu töten. Aber da ihm Vesta im Traum erschien und ihm die Hinrichtung verbot, befahl er nun dem Mädchen, in der Haft ein Gewebe herzustellen. Wenn sie damit fertig wäre, würden sie verheiratet werden.
So webte sie den Tag über, aber nachts kamen andere Frauen auf Befehl des Tachetius und lösten das Gewebe wieder auf. Als dann die Dienerin von dem Phallus Zwillinge gebar, übergab sie Tachetius einem gewissen Teratius mit dem Befehl, sie zu töten. Der brachte sie ans Ufer des Flusses und setzte sie dort aus, und bald kam eine Wölfin und reichte ihnen das Euter, und allerlei Vögel brachten Krumen und steckten sie den Säuglingen in den Mund, bis endlich ein Rinderhirt, der das voll Verwunderung beobachtet hatte, sich getraute heranzugehen und die Kindlein aufzunehmen. Auf solche Weise wurden sie gerettet, wuchsen heran, überfielen den Tachetius und gelangten zur Herrschaft. Das hat ein gewisser Promatian erzählt, der eine Geschichte Italiens geschrieben hat. Die Sage, welche noch am meisten Glauben verdient und von den meisten bezeugt ist, hat als erster Diokles von Peparethos in den Hauptzügen unter den Griechen bekannt gemacht, und Fabius Pictor ist ihm meistenteils gefolgt. Auch gibt es hier noch manche Varianten. Im Wesentlichen aber lautet die Erzählung folgendermaßen. Unter den von Aeneas sich herleitenden Königen in Alba gelangte die Erbfolge an zwei Brüder, Numitor und Amulius. Dieser teilte die ganze Erbschaft in zwei Teile, das Königtum auf der einen, die Güter und das aus Troja mitgebrachte Gold auf der anderen Seite, und Numitor wählte das Königtum. Als nun Amulius die Schätze besaß und dadurch mächtiger war als Numitor, entriss er ihm mit Leichtigkeit die Königsherrschaft, und weil er fürchtete, dass von dessen Tochter Söhne geboren werden könnten, machte er sie zur Priesterin der Vesta, so dass sie für immer ehelos und jungfräulich leben musste. Diese nennen einige Ilia, andere Rhea, noch andere Silvia. Nach nicht langer Zeit aber kam es heraus, dass sie entgegen dem für die Vestalinnen geltenden Gesetz schwanger war. Dass sie nun nicht die schlimmste Strafe zu erdulden hatte, erreichte Anto, die Tochter des Königs, durch ihre Fürbitte beim Vater. Doch wurde sie eingesperrt und niemand durfte zu ihr kommen, damit sie nicht ohne Wissen des Amulius niederkäme. Sie gebar zwei Knaben von außerordentlicher Größe und Schönheit. Daher geriet Amulius in noch größere Furcht und befahl einem Diener, sie zu nehmen und zu beseitigen. Dieser hieß nach einigen Faustulus. Nach anderen war das vielmehr der Name dessen, der die Kinder aufnahm. Der Diener legte also die Säuglinge in eine Mulde und ging zum Fluss hinunter, um sie hineinzuwerfen. Da er aber sah, dass der Fluss hoch angeschwollen mit reißender Strömung niederging, bekam er Angst hinabzugehen, setzte die Mulde nahe dem Ufer zu Boden und entfernte sich. Als der Fluss weiterstieg, erfasste das übergetretene Wasser die Mulde, hob sie und trug sie gemächlich an eine sanft abfallende Stelle, die jetzt Germalus heißt, ehedem Germanus. Gewiss wohl, weil im Lateinischen die Brüder Germani heißen. In der Nähe stand ein wilder Feigenbaum, den man Ruminalis nannte, entweder wegen Romulus, wie die meisten glauben, oder weil die wiederkäuenden Tiere, Ruminari, dort in seinem Schatten die heiße Zeit verbringen, oder, am ehesten wohl, weil die Kindlein dort gesäugt worden sind. Denn die Alten nannten die Mutterbrust Ruma, und eine Göttin, die nach ihrem Glauben für die Aufzucht der Säuglinge Sorge trägt, nennen sie Rumina, bringen ihr weinlose Opfer und spenden vom Milch. Während die kleinen Kinder dort lagen, kam der Sage nach die Wölfin, die sie säugte, und auch ein Specht, der sie mitspeiste und behütete. Beide Tiere gelten dem Mars als heilig, und den Specht scheuen und ehren die Latiner sogar ganz besonders. Daher nicht zumindest fand die Mutter des Kindes Glauben, als sie behauptete, sie habe sie von Mars geboren. Freilich sagt man auch, sie sei selbst Opfer einer Täuschung geworden, denn Amulius sei in Waffen bei ihr erschienen und habe sie mit Gewalt der Jungfrauenschaft beraubt. Andere wieder behaupten, der Name der Amme habe durch seine Doppeldeutigkeit den Anlass zur Wendung der Sage ins Märchenhafte gegeben, denn Wölfinnen, Lupe, nannten die Lateiner unter den Tieren die weiblichen Wölfe und unter den Frauen die Dirnen, und eine Frau von dieser Sorte sei die Gattin des Faustulus, der die Kinder aufzog, gewesen. Acca Larentia mit Namen. Ihr feiern die Römer ein Fest. Totenopfer bringt ihr im Aprilmonat der Priester des Mars, und sie nennen das Fest Larentalia. Noch eine zweite Larentia verehren die Römer aus folgendem Grunde. Der Tempelhüter des Herkules kam einmal, anscheinend aus Langeweile, auf den Einfall, mit dem Gott Würfel zu spielen, und machte aus, wenn er gewönne, sollte ihm der Gott etwas Gutes antun.
Verlöre er aber, so wolle er dem Gott eine reichliche Mahlzeit aufstellen und eine schöne Frau dazu liefern, mit ihr zu schlafen. Unter diesem Beding warf er erst für den Gott, dann für sich. Und es ergab sich, dass er verloren hatte. Da er nun vertragsscheu sein wollte und es für seine Pflicht hielt, bei der Abmachung zu bleiben, so bereitete er eine Mahlzeit für den Gott und mietete die Larentia, ein schönes Mädchen, das noch nicht oft in das Dirnengewerbe betrieb, bewirtete sie in dem Heiligtum und rüstete ein Lager, und nach dem Essen schloss er sie ein, da ja nun der Gott ihre Liebe genießen sollte. Und wirklich, so heißt es, gesellte sich der Gott zu der Frau und befahl ihr dann, früh morgens auf den Markt zu gehen und den ersten, der ihr begegnen würde, zu küssen und zu ihrem Freunde zu machen. Es begegnete ihr nun ein Bürger, ein Mann schon vorgerückten Alters, der ein hübsches Vermögen erworben hatte, aber kinderlos war und bisher ohne Frau gelebt hatte, Tarutius mit Namen. Der nahm die Larentia zu sich und gewann sie so lieb, dass er sterbend sie als Erbin seiner zahlreichen schönen Besitztümer hinterließ, wovon sie wiederum den größten Teil in ihrem Testament dem Volk vermachte. Sie soll, als sie schon in großem Rufe stand und für einen besonderen Liebling der Götter galt, an eben dem Orte verschwunden sein, wo auch jene erste Larentia begraben liegt. Der Ort heißt heute Velabrum, weil die Römer oft, wenn der Fluss über seine Ufer trat, in dieser Gegend auf Fähren zum Markt übersetzten, und das Fuhrwesen nennen die Römer Velatura. Einige sagen freilich, die vom Markt zur Rennbahn führende Straße würde von den Veranstaltern der Spiele von dieser Stelle ab mit Segeltüchern überspannt, und lateinisch heißt das Segeltuch Velum. Aus diesem Grunde also genießt die zweite Larentia bei den Römern Verehrung. Die Säuglinge zog Faustulus, der Schweinehirt des Aulius, auf, ohne dass jemand davon erfuhr oder wie andere sagen, und was wahrscheinlicher klingt, mit Wissen des Numitor, der auch heimlich den Zieheltern den Unterhalt lieferte. Die Knaben sollen sogar nach Gabii gebracht worden sein, um Lesen und Schreiben und die anderen Dinge zu lernen, die sich für Kinder von guter Herkunft schicken. Sie erhielten, wie erzählt wird, die Namen Romulus und Remus von dem Euter, Ruma, weil man sie an dem Euter des Tieres saugend gesehen hatte. Ihre körperliche Wohlbeschaffenheit verriet schon gleich, als sie noch kleine Kinder waren, ihre edle Art durch ihre Größe und ihre ganze Erscheinung. Als sie heranwuchsen, waren sie beide beherzt und mannhaft und zeigten gegenüber allen ihnen begegnenden Gefahren einen hohen Sinn und einen durch nichts zu erschütternden Wagemut. Doch Romulus schien an Verstand und Klugheit im Verkehr mit anderen der Überlegene und ließ bei Auseinandersetzungen mit den Nachbarn um Weide und Jagd wohl erkennen, dass er mehr zum Herrschen als zum Gehorchen geboren war. Daher waren sie bei ihresgleichen oder geringeren sehr beliebt, aber die königlichen Verwalter, Aufseher und Oberhirten achteten sie gering, da sie ja an Tapferkeit ihnen nichts voraus hätten und kehrten sich nicht an ihren Drohungen und Zorn. Sie führten ein Leben und beschäftigten sich wie Freigeborene, aber sie hielten nicht Müßiggang und Scheu vor Strapazen des Freien würdig, sondern Leibesübungen, Jagden, Wettläufe, Räuber abzuwehren, Diebe einzufangen, Unterdrückte der Gewalt zu entreißen. Darum waren sie weit und breit berühmt. Als einmal ein Streit zwischen den Hirten des Amulius und denen Numitors ausbrach und die letzten eine Menge Vieh davon trieben, da hielten sich die Jünglinge nicht, sondern schlugen auf die anderen ein, verjagten sie und nahmen ihnen einen großen Teil der Herde ab. Um den Unwillen Numitors kümmerten sie sich wenig, sondern brachten viele arme Teufel und viele Sklaven zusammen, zogen sie an sich und pflanzten sie in den Keim frecher, aufrührerischer Gesinnung. Als nun einmal Romulus sich zu einem Opfer verzogen hatte, denn er liebte Opfer und Weissagung, trafen die Hirten Numitors den Remus mit wenigen Begleitern unterwegs und fingen Streit an. Es gab auf beiden Seiten Schläge und Wunden, aber am Ende siegten die Leute Numitors und nahmen Remus lebend gefangen. Er wurde von Numitor geführt und Klage gegen ihn erhoben. Dieser selbst aber bestrafte ihn nicht aus Furcht vor seinem feindlich gesinnten Bruder, sondern ging zu ihm und bat, dass ihm Gerechtigkeit zuteil werde, da ihm, dem Bruder des Königs, von den Sklaven eben dieses Königs ein solcher Schimpf widerfahren sei. Da die Bürger von Alba sich mitentrüsteten und meinten, dass der Mann wider Verdienst schimpflich behandelt worden sei, so gab Amulius nach und lieferte Remus dem Numitor aus, damit er nach Gutdünken mit ihm verfahre. Numitor nahm ihn in Empfang,
Und als er nach Haus kam, staunte er, wie der Jüngling körperlich an Größe und Kraft alle überragte. Erkannte an seiner Miene, dass sein Stolz und sein Mut auch durch seine augenblickliche Lage nicht geknickt und nicht gebrochen waren, hörte von Taten und Unternehmungen, die wohl zu dem passten, was er vor sich sah und was die Hauptsache ist. Es hatte augenscheinlich ein Gott seine Hand im Spiele, der hier den Grund zu gewaltigem Geschehen legen wollte. Genug? Ihm ging plötzlich eine Ahnung der Wahrheit auf, und er fragte den Jüngling, wer er wäre und woher er stammte, indem er ihm zugleich durch sanften Blick und freundliche Stimme Vertrauen und Hoffnung einzuflößen suchte. Getrost, antwortete Remus, ich will dir nichts verbergen, denn du scheinst von königlicherer Gesinnung als Amulius. Du hörst und untersuchst, ehe du strafst, während er ohne Untersuchung ausliefert. Bisher wussten wir nichts anderes von uns. Wir sind nämlich Zwillinge, als dass wir Söhne der königlichen Dienstleute Faustulus und Larentia wären. Seit wir aber von dir verklagt und verleumdet sind und im Kampf um unser Leben stehen, hören wir große Dinge über uns. Ob sie glaublich sind, wird jetzt wohl die Stunde der Gefahr entscheiden. Unsere Geburt, so heißt es, sei von einem Geheimnis umgeben. Und noch wunderbarer sei unsere Ernährung und Wartung in frühester Kindheit. Von eben den Vögeln und Tieren, denen wir zum Fraß hingeworfen waren, seien wir ernährt worden, durch die Milch einer Wölfin und mit Brocken, die ein Specht uns brachte, während wir in einer Mulde am Ufer des großen Flusses lagen. Die Mulde ist noch da und wird aufbewahrt. Und auf ihren ehernen Bändern sind halb verwischte Buchstaben eingegraben, die freilich, wenn wir tot sind, als Merkzeichen für unsere Eltern wertlos sein werden. Nach diesen Worten und nach dem Anblick des Jünglings überschlug Numitor die Zeit und entzog sich nicht der schmeichelnden Hoffnung, sondern überlegte, wie er mit seiner Tochter heimlich zusammenkommen und ihr Nachricht geben könnte, denn sie wurde noch immer scharf bewacht. Faustulus indes, so wie er von der Gefangennahme des Remus und seiner Auslieferung an Numitor erfuhr, forderte Romulus auf, ihm Hilfe zu bringen und entdeckte ihm jetzt erst genauer die Umstände ihrer Geburt. Bis dahin hatte er nur dunkle Andeutungen gemacht und ebenso viel verstehen lassen, dass sie aufmerksam würden und keine knechtische Gesinnung hegten. Er selbst nahm die Mulde und ging zu Numitor, voll Eifer und Furcht wegen der nahestehenden Entscheidung. Daher erregte er bei den königlichen Wächtern am Tor Verdacht, wurde untersucht und verwirrte sich bei seiner Befragung. Auch wurde die Mulde bemerkt, die er unter seinem Gewand zu verbergen suchte. Nun befand sich unter den Wächtern zufällig einer von den Leuten, die den Auftrag bekommen hatten, die Kinder zu beseitigen und bei der Aussetzung zugegen gewesen waren. Als der jetzt die Mulde sah, erkannte er sie an der Machart und den Buchstaben, erriet die Wahrheit und war nicht faul, sondern meldete die Sache dem König und veranlasste so eine Untersuchung. Bei den vielen harten Zwangsmitteln, die man nun anwendete, hielt Faustulus zwar nicht völlig stand, ließ sich aber doch kein volles Geständnis entreißen, sondern bekannte zwar, dass die Kinder am Leben seien, behauptete aber, dass sie fern von Alba weilten und Herden weideten. Er selber komme, um dieses Ding der Ilia zu bringen, die schon oft den Wunsch geäußert habe, es zu sehen und in Händen zu halten, um ihre Hoffnung auf die Kinder zu stärken. Wie sich nun gewöhnliche Leute benehmen, die aus der Fassung gebracht sind und in Furcht oder in Zorn irgendetwas tun, so benahm sich jetzt auch Amulius. Er schickte in Eile einen rechtschaffenen Mann, der zudem Numitors Freund war, ab mit dem Auftrag, Numitor zu befragen, ob ihm eine Kunde über die Kinder zugekommen sei, dass sie noch am Leben seien. Dieser Mann kam gerade zurecht, um zu sehen, wie Remus von Numitor umarmt und geküsst wurde. Er brachte ihnen die volle Sicherheit dessen, was sie hofften, und forderte sie auf, nun rasch zur Tat zu schreiten, stand ihnen auch alsbald kräftig bei. Der Augenblick gestattete ihnen übrigens, auch wenn sie gewollt hätten, nicht zu zögern. Denn Romulus war schon nahe, und nicht wenige Bürger liefen aus der Stadt ihm zu, aus Hass und Furcht vor Amulius. Er führte auch schon eine starke Schar mit sich, eingeteilt in Hundertschaften. Jeder Hundertschaft ging ein Mann voran, der einen Arm voll Heu und Reiser auf einer Stange befestigt hochhielt. Das nennen die Lateiner Manipuli, und daher heißen jetzt noch in den Heeren diese Leute Manipularii. Da nun gleichzeitig Remus die Bürger von drinnen zum Aufstand rief und von draußen Romulus anrückte, wusste der Tyrann in Ratlosigkeit und Bestürzung weder etwas Heilsames zu tun noch zu überlegen, sondern wurde ergriffen und getötet.
So steht das in der Hauptsache bei Fabius und bei Diokles von Peparethos, der, wie es scheint, als erster die Gründung Roms behandelt hat. Manchen ist das Dramatische und nach Erdichtung Klingende daran verdächtig. Man sollte aber nicht so misstrauisch sein, wo man doch sieht, was für Gedichte das Schicksal zur Wirklichkeit werden lässt und die Geschichte Roms überdenkt, dass es doch nicht zu der gegenwärtigen Machtfülle emporgestiegen wäre, wenn es nicht einen göttlichen, mit großen und wunderwürdigen Vorgängen verbundenen Ursprung gehabt hätte. Als Amulius tot und die Verhältnisse zur Ruhe gekommen waren, wollten die beiden weder in Alba wohnen, ohne zu herrschen, noch herrschen, solange der Großvater lebte. Sie gaben ihm also die Herrschaft zurück und ihrer Mutter die ihr gebührenden Ehren und beschlossen, für sich zu wohnen, nämlich in der Gegend, wo sie auferzogen worden waren, eine Stadt zu gründen. Dies ist die einleuchtendste Ursache. Es war vielleicht auch nötig, nachdem so viele Sklaven und Ausreißer sich um sie geschart hatten, entweder ihre ganze Macht zu verlieren, wenn diese sich wieder zerstreuten, oder mit ihnen sich in einer besonderen Siedlung niederzulassen. Denn dass die Bewohner von Alba nicht geneigt waren, das zusammengelaufene Volk sich anzugliedern und als Bürger aufzunehmen, das wurde zuerst durch den Weiberraub deutlich, der nicht aus Übermut, sondern aus Not unternommen wurde, weil die Möglichkeit, auf gütlichem Wege Frauen zu bekommen, fehlte. Denn nachdem sie sie geraubt hatten, hielten sie sie hoch in Ehren. Sobald dann die erste Stadtsiedlung geschaffen war, errichteten sie eine Zufluchtsstätte für Flüchtlinge, dem Asylgott geweiht, und nahmen alle auf, lieferten weder den Herren einen Sklaven, noch den Gläubigern einen Schuldner, noch den Behörden einen Totschläger aus, sondern erklärten, dass sie gemäß einer Weissagung des pythischen Orakels das Asylrecht heilig hielten. Daher füllte sich die Stadt schnell mit Menschen. Denn die Zahl der ersten Herdstätten soll nicht mehr als 1000 betragen haben. Doch davon später. Als sie daran gingen, die Stadtgründung zu vollziehen, entstand sofort ein Streit über den Ort. Romulus legte die sogenannte Roma Quadrata, das heißt das viereckige Rom, an und wollte diesen Platz zur Stadt machen. Remus eine feste Stätte des Aventinhügels, die nach ihm Remorium benannt wurde und jetzt Regnarium heißt. Sie kamen überein, den Streit durch heilige Vögel entscheiden zu lassen und nahmen getrennt voneinander ihre Plätze ein. Da erschienen, heißt es, dem Remus 6, dem Romulus aber vorher doppelt so viele Geier. Andere sagen, Remus habe sie tatsächlich gesehen, Romulus aber gelogen, und erst als Remus zu ihm kam, seien ihm die 12 erschienen. Daher achteten auch jetzt die Römer bei der Vogelschau hauptsächlich auf die Geier. Herodorus von Pontus sagt, auch Herakles habe sich gefreut, wenn ihm vor einer Unternehmung ein Geier zu Gesicht kam. Der Geier ist nämlich das unschädlichste von allen Tieren, weil er nichts von allem, was Menschen säen, pflanzen oder aufziehen, schädigt, sich nur von toten Körpern ernährt und nichts tötet oder verletzt, was Leben hat, an Vögeln sogar, wenn sie tot sind, nicht herangeht wegen der Verwandtschaft. Adler, Eulen und Habichte schlagen auch Tiere der eigenen Art und töten sie. Und es heißt doch bei Aeschylus, wie kann ein Vogel rein sein, der vom Vogel frisst? Übrigens tummeln sich ja auch die anderen Vögel sozusagen stets vor unseren Augen und lassen sich jederzeit sehen. Der Geier hingegen ist ein seltener Anblick und nicht leicht, so viel wir wissen, hat jemand Geierjunge zu Gesicht bekommen. Ihr seltenes und nicht regelmäßiges Erscheinen hat sogar manche zu der absurden Annahme verführt, dass sie von weit her aus einem anderen Land hierher geflogen kämen. So soll aber auch nach der Meinung der Wahrsager dasjenige beschaffen sein, was nicht naturgemäß noch von selbst, sondern in göttlichem Auftrag in Erscheinung tritt. Als Remus den Betrug erkannte, war er sehr zornig. Und als nun Romulus den Graben ausheben ließ, wo die Mauer herumgeführt werden sollte, da trieb er seinen Spott mit den Arbeiten oder suchte sie auch zu hindern. Als er zum Schluss gar hinübersprang, wurde er, wie die einen sagen, von Romulus selbst, nach anderen von einem seiner Anhänger, namens Zähler, auf der Stelle erschlagen. Es fielen im Kampf auch Faustulus und Plästinus, ein Bruder des Faustulus, der den Romulus mit aufgezogen haben soll. Zähler entwich nach Etrurien, und nach ihm nennen die Römer die Schnellen und Behenden Zähleres. So gaben sie auch den Quintus Metellus, weil er nach dem Tod seines Vaters innerhalb weniger Tage einen Gladiatorenkampf veranstaltete, in Bewunderung der Schnelligkeit der Vorbereitungen den Beinamen Zähler.
Nachdem Romulus den Remus und mit ihm seine Erzieher auf dem Platz Remoria begraben hatte, gründete er die Stadt, wozu er aus Etrurien Männer kommen ließ, die nach gewissen heiligen Satzungen und Aufzeichnungen zu allem die Anweisung und Anleitung gaben, wie bei den Mysterien. Es wurde nämlich auf dem jetzigen Comitium eine runde Grube ausgehoben und Erstlinge von allem, was man der Sitte nach als gut oder der Natur nach als notwendig in Gebrauch hatte, da hineingelegt. Zuletzt brachte jeder eine Handvoll Erde aus dem Land, woher er gekommen war, und warf sie darauf, und dann rührte man alles durcheinander. Diese Grube benennen sie mit demselben Wort wie das Weltall, Mundus. Hierauf beschrieb man um sie, wie um das Zentrum eines Kreises, die Stadtgrenze. Der Gründer befestigt an einem Pflug eine eherne Pflugschar, spannt einen Ochsen und eine Kuh davor und zieht selbst, rings an der Stadtgrenze entlanggehend, eine tiefe Furche. Und Aufgabe des Hinterhergehenden ist es, die Schollen, die der Pflug aufwirft, nach innen zu werfen und darauf zu achten, dass keine draußen liegen bleibt. Durch diese Linie bestimmen sie den Verlauf der Mauer und man nennt sie zusammengezogen Pomerium, das heißt hinter der Mauer, post moerium. Wo man ein Tor einzulegen beabsichtigt, zieht man die Pflugschar heraus, hebt den Pflug hinüber und schafft so einen Zwischenraum. Daher gilt die ganze Mauer als geweiht außer den Toren. Hielte man auch sie für geweiht, so wäre es ja ein religiöser Verstoß, Dinge, die notwendig, aber nicht rein sind, hereinzuholen oder hinauszubefördern. Dass die Gründung am 11. Tag vor den Kalenden des Mai, 21. April, erfolgt ist, wird übereinstimmend berichtet. Und die Römer feiern diesen Tag und nennen ihn den Geburtstag ihrer Vaterstadt. Anfänglich, wie es heißt, opferten sie nichts Lebendiges, sondern meinten, dass man das Geburtsfest der Stadt rein und unbefleckt von Blut halten müsse. Übrigens bestand schon vor der Gründung bei ihnen an diesem Tage ein Hirtenfest, das sie Parilia nannten. Jetzt haben die römischen Monatsernten nichts mit den griechischen Neumonden gemein, doch sagt man, dass der Tag, an dem Romulus die Stadt gründete, auf einen echten Monatsdreißigsten gefallen sei und es habe an ihm eine Konjunktion von Mond und Sonne stattgefunden, die eine Sonnenfinsternis brachte. Eben die, von der, wie man glaubt, auch der Epiker Antimachos von Theos wusste und die ins dritte Jahr der 6. Olympiade fiel, 753. Zur Zeit des Philosophen Varro, der größte Gelehrte unter den Römern gewesen ist, lebte Tarutius, ein Freund von ihm, auch sonst ein Philosoph und Astronom, der sich aus wissenschaftlichem Interesse insbesondere auch mit astrologischen Berechnungen abgab und darin für einen Kenner galt. Diesem stellte Varro die Aufgabe, die Geburt des Romulus auf Tag und Stunde festzustellen, und zwar sollte er die sogenannten Apotelesmata, die von den Sternen bestimmte Ereignisse im Leben des Mannes, zur Grundlage der Berechnung machen, wie die analytischen Lösungen geometrischer Aufgaben es zeigen. Denn es sei dasselbe Problem, die Geburtszeit eines Menschen zum Ausgangspunkt zu nehmen und sein Leben vorauszusagen und zu einem gegebenen Leben die Geburtszeit aufzusuchen. Tarutius tat, was ihm aufgetragen war, betrachtete die Erlebnisse und die Taten des Mannes, setzte seine Lebenszeit, seine Todesart und alle übrigen dazugehörigen Daten in die Rechnung ein und erklärte dann kühn und mit großer Sicherheit, die Empfängnis des Romulus im Leibe seiner Mutter sei im ersten Jahr der 2. Olympiade, 772, am 23. des ägyptischen Monats Choyak und die dritte Stunde erfolgt, als die Sonne sich total verfinsterte, seine Geburt ans Licht am 21. Tot bei Sonnenaufgang und Rom sei von ihm gegründet worden am 9. Parmuti zwischen der 2. und 3. Stunde. Denn auch das Schicksal einer Stadt, so meinen sie, habe wie das eines Menschen seinen entscheidenden Zeitpunkt, der aus der Betrachtung ihres ersten Ursprungs im Vergleich mit der Stellung der Gestirne zu errechnen sei. Dies und Ähnliches wird durch seine Neuheit und Seltsamkeit die Leser vielleicht doch mehr anziehen, als durch seine Märchenhaftigkeit verdrießen. Nachdem die Gründung der Stadt vollzogen war, teilte Romulus zuerst die ganze vorhandene waffenfähige Mannschaft in militärische Einheiten, deren jede 3000 Mann zu Fuß und 300 Reiter umfasste und Legion, Auslese, genannt wurde, weil sie aus den aus der Gesamtheit erlesenen Waffentüchtigen bestand. Sodann machte er alle zum Staatsvolk, und zwar wurde ihn die Masse Populus genannt. Die 100 Tüchtigsten aber machte er zu Ratmannen und nannte sie Patrizier, ihre Versammlung Senat.
Das Wort Senat hat genau die Bedeutung wie Gerusia, Ältestenrat. Als Grund, weshalb die Ratmannen Patrizier benannt wurden, geben die einen an, dass sie Väter rechtmäßiger Kinder waren, die anderen, dass sie eigene Väter aufweisen konnten, wozu nicht viele von denen, die zuerst in der Stadt zusammenströmten, in der Lage waren. Noch andere leiten das Wort vom Patronat ab. Denn so nannten und nennen sie bis heute die Schirmherrschaft und glauben, dass ein gewisser Patron, einer der mit Euandros Gekommenen, ein besonderer Schützer und Helfer der Schwachen gewesen sei, sodass sein Name für die Sache in Gebrauch gekommen sei. Das Richtige dürfte man aber am ehesten treffen, wenn man annimmt, dass Romulus sie so benannt hat, weil er glaubte, dass die Ersten und Mächtigsten die Pflicht hätten, sich mit väterlicher Fürsorge und Aufmerksamkeit der Geringeren anzunehmen, und weil er zugleich den anderen klar machen wollte, dass sie die Mächtigeren nicht fürchten und an ihren Ehren kein Ärgernis nehmen, sondern sich freundlich zu ihnen stellen und sie für ihre Väter ansehen und auch so nennen sollten. Dennoch jetzt nennen die Auswärtigen zwar die Angehörigen des Senats hohe Herren, die Römer selbst aber versammelte Väter, gebrauchen also eine Bezeichnung, die das höchste Maß von Würde und Ehre und das geringste Maß von Neid in sich schließt. Im Anfang also nannte man sie nur Väter, später, als eine größere Zahl hinzugenommen wurde, versammelte Väter. Dies war der ehrenvolle Name, durch den er den Senatorenstand von der Menge des Volkes schied. Des Weiteren sonderte er die Vornehmen von der Masse dadurch ab, dass er sie Patrone, das heißt Schutzherren, und jene, dass er sie Patrone, das heißt Schutzherren, und jene Klienten, das heißt Schutzgenossen, nannte. Zugleich flößte er ihnen eine erstaunliche gegenseitige Zuneigung ein, aus der sich bedeutende Rechte und Pflichten ergaben. Die Patrone stellten sich als Ausleger der Gesetze, als Beistand in Prozessen, als Ratgeber und Beschützer in allen Dingen zur Verfügung, und die Klienten dienten den Patronen nicht nur und ehrten sie, sondern trugen auch, wenn sie arm waren, zur Ausstattung ihrer Töchter und zur Bezahlung ihrer Schulden bei. Dass ein Patron gegen einen Klienten oder ein Klient gegen seinen Patron vor Gericht aussagte, konnte kein Gesetz und keine Obrigkeit erzwingen. Dieses Rechtsverhältnis blieb auch später bestehen, nur dass es dann als schimpflich und unschicklich galt, dass die Mächtigen von den Geringeren Geld annahmen. So viel hiervon. Im vierten Monat nach der Stadtgründung, wie Fabius erzählt, wurde das Wagestück des Frauenraubes unternommen. Einige behaupten, Romulus selbst habe, da er von Natur aus kriegslustig und aufgrund gewisser Orakel überzeugt war, dass es Rom bestimmt sei, durch Kriege zu wachsen, sich zu mehren und zu größter Machtfülle zu gelangen, mit Gewaltanwendung gegen die Sabiner begonnen. Er habe nicht viele, sondern nur 30 Jungfrauen geraubt, weil er viel mehr nach Krieg als nach Frauen verlangte. Aber das ist nicht wahrscheinlich, sondern da er sah, dass die Stadt sich schnell mit Zuwanderern füllte, von denen wenige Frauen hatten, die meisten ein Gemisch von dürftiger und unscheinbarer Herkunft waren, wenig geachtet und kein längeres Zusammenbleiben versprechend, da er ferner hoffte, dass der Übergriff auf gewisse Weise zu einer Verbindung und Gemeinschaft mit den Sabinern führen würde, wenn man die Frauen als Unterpfand hätte, so fing er das Unternehmen auf folgende Weise an. Er ließ zuerst das Gerücht verbreiten, er habe unter der Erde verborgen den Altar eines Gottes gefunden. Sie nannten den Gott Consus, sei es als Ratgeber, denn sie sagten noch heute für Rat Consilium, und nennen ihre obersten Beamten Konsuln als Ratgeber oder als den Rossgott Neptun. Denn der Altar steht in der großen Rennbahn und ist für gewöhnlich nicht sichtbar, sondern wird nur bei den Wagenrennen aufgedeckt. Andere sagen, weil überhaupt Beschlüsse eine geheime Angelegenheit sind, sei mit gutem Grund dem Gott ein unterirdischer, verborgener Altar errichtet worden. Als er zum Vorschein gekommen, veranstaltete Romulus aus diesem Anlass ein glänzendes Opferfest, Wettkämpfe und eine weithin bekannt gemachte allgemeine Feier. Viele Menschen kamen zusammen und er selbst führte mit den Edelsten den Vorsitz, mit einem Purpurmantel angetan. Das verabredete Zeichen für den Überfall war, dass er aufstehen, den Purpurmantel auseinanderfalten und ihn dann wieder umnehmen sollte. Viele mit Schwertern bewaffnet achteten auf ihn, und so wie das Zeichen gegeben wurde, zogen sie die Schwerter, stürzten mit Geschrei los und raubten die Töchter der Sabiner, sie selbst aber ließen sie ungestört entrinnen. Nach einigen wurden nur 30 geraubt, nach denen die Kurien genannt worden seien, nach Valerius Antias 527, nach Juba 683, alles Jungfrauen.
Das war die beste Entscheidung für Romulus. Sie hätten doch keine verheiratete Frau geraubt, außer der einen Hersilia, und diese auch versehentlich, da sie ja nicht mit Übermut und bösem Willen den Raub unternommen hätten, sondern in der Absicht, die Sippen durch die stärksten Bande fest miteinander zu verbinden. Die Hersilia soll, wie die einen sagen, Hostilius geheiratet haben, einer der vornehmsten Römer. Nach anderen Romulus selbst, und er habe mit ihr zwei Kinder gehabt, eine Tochter Prima, die als Erstgeborene diesen Namen erhielt, und einen einzigen Sohn, den der Vater wegen der durch ihn bewirkten Vereinigung der Bürger Aollius, Sammler, nannte, während er später Avilius hieß. Dies erzählt Zenodotos von Troizen, dem aber viele widersprechen. Unter denen, die die Jungfrauen raubten, sollen sich damals einige geringe Leute befunden haben, die ein durch besondere Schönheit und Größe ausgezeichnetes Mädchen fortführten. Als ihnen einige Vornehme begegneten und versuchten, sie ihnen wegzunehmen, da riefen sie, welche sie führten, sie brächten sie dem Thalasius, einem jungen, hochangesehenen und tüchtigen Mann. Als das die anderen hörten, wünschten sie Glück und klatschten beifällig, und einige kehrten um und liefen mit aus Freundschaft und Neigung für Thalasius und riefen dazu laut seinen Namen. Daher erheben jetzt noch die Römer bei Hochzeiten den Ruf Thalassio, wie die Griechen den Hymenaios-Ruf. Denn die Ehe des Thalasius mit dieser Frau soll glücklich geworden sein. Sextius Sulla aus Karthago, ein Mann nicht ohne Gelehrsamkeit und Geist, sagte mir allerdings einmal, Romulus habe das Wort als Losung für den Raub ausgegeben. Alle, welche die Jungfrauen wegschleppten, hätten also Thalasius gerufen, und von daher rühre diese Sitte bei den Hochzeiten. Die meisten jedoch, zu denen auch Juba zählt, meinen, es sei ein Zuruf und eine Ermahnung zur Arbeitsamkeit und zum Wollespinnen, griechisch Thalasia. Damals wären nämlich die griechischen Wörter noch nicht so von italischen verdrängt gewesen. Wenn das richtig ist und die Römer damals das Wort Thalasia so brauchten wie wir, dann möchte man noch eine andere Erklärung für wahrscheinlich erhalten. Als nämlich die Sabiner nach dem Kampf mit den Römern Frieden schlossen, wurde in Bezug auf die Frauen vereinbart, dass sie keine andere Arbeit für ihre Männer zu tun haben sollten als die Thalasia oder die Wollarbeit. Daher blieb es auch später bei den Hochzeiten Sitte, dass diejenigen, welche die Braut übergeben oder geleiten oder überhaupt zugegen sind, scherzhaft den Ruf Thalasio ausstoßen und damit bezeugen, dass die Frau zu keiner anderen Dienstleistung als zum Wollespinnen heimgeführt wird. Es besteht auch noch bis heute die Sitte, dass die Braut nicht selbst über die Schwelle zu dem Zimmer überschreitet, sondern hinübergehoben wird. Weil die Frauen auch damals gewaltsam hineingetragen wurden, nicht freiwillig hineingingen. Manche glauben, dass auch die Sitte, das Haar der Neuvermählten mit einer Speerspitze zu scheiteln, eine Erinnerung daran sei, dass die erste Ehe durch den Kampf und Krieg zustande kam. Hierüber habe ich in meiner Schrift »Römische Bräuche« ausführlicher gehandelt. Der Raub wurde also unternommen am 18. des damaligen Sextilis, heutigen August, an dem man das Fest Consualia feiert. Die Sabiner waren zahlreich und kriegerisch. Sie bewohnten unbefestigte Dörfer, weil sie meinten, es zieme sich für sie als lakedämonische Kolonisten, stolz zu sein und sich nicht zu fürchten. Da sie aber sahen, dass sie durch die teuersten Unterpfänder gebunden waren und um ihre Töchter fürchteten, so schickten sie Gesandte mit billigen und maßvollen Vorschlägen. Romulus sollte ihnen die Mädchen zurückgeben und die Gewalttat wieder gutmachen, danach auf gütlichem Wege und nach der Sitte Freundschaft und verwandtschaftliche Verbindung zwischen den Völkern herzustellen suchen. Als aber Romulus die Mädchen nicht hergab, sondern verlangte, die Sabiner sollen sich mit der geschaffenen Verbindung zufrieden geben, da hielten sich die übrigen zunächst noch mit Beratungen und Rüstungen auf. Acro aber, der König von Cenina, ein leidenschaftlicher Mann und gewaltiger Krieger, der schon die ersten Unternehmungen des Romulus mit Misstrauen betrachtet hatte, glaubte, dass er durch seinen Streich gegen die Frauen nunmehr bereits eine Gefahr für alle geworden sei und nicht mehr zu ertragen sein würde, wenn man ihn nicht züchtigte. Er brach darum vorweg den Krieg vom Zaun und rückte mit starker Macht gegen Romulus und dieser gegen ihn. Als sie einander ansichtig geworden waren, forderten sie sich zum Zweikampf heraus, während die Heere noch ruhig Gewehr bei Fuß verharrten. Da tat Romulus das Gelübde, wenn er siegte und den Feind erlegte, so wolle er selbst die Waffen des Mannes dem Jupiter darbringen und weihen. Er siegte und erlegte den Gegner,
schlug in der danach sich entspinnenden Schlacht das feindliche Heer und nahm die Stadt, tat aber den dort in seine Hand gefallenen Einwohnern nichts weiter zuleide, als dass er ihnen befahl, ihre Häuser niederzureißen und ihm nach Rom zu folgen, um dort vollberechtigte Bürger zu werden. Nichts hat so sehr zur Vergrößerung Roms beigetragen, wie dieses Verfahren, stets die Besiegten sich anzugliedern und bei sich aufzunehmen. In dem Wunsch, dem Jupiter das Gelübde in wohlgefälliger Form zu erfüllen und zugleich den Bürgern ein erfreuliches Schauspiel zu bieten, ließ Romulus beim Heere eine mächtige Eiche fällen, ihr die Form eines Siegesmahles geben und daran jedes der Waffenstücke Akros nach der Ordnung anbringen und befestigen. Er selbst schürzte sein Gewand, umkränzte sein Haupt bei wallenden Haaren mit Lorbeer, fasste das Siegeszeichen und stemmte es aufrecht gegen die rechte Schulter. Und so schritt er einher, ein Siegeslied anstimmend, in welches das in Waffen ihm folgende Heer einstimmte, während die Bürger sie mit freudigem Staunen empfingen. Dieser Aufzug wurde der Ausgangspunkt und das Vorbild der späteren Triumphe, und das Siegesmahl wurde als Weihung an Jupiter Feretrius bezeichnet. Denn schlagen heißt auf Lateinisch ferire, und Romulus hatte darum gebeten, dass er den Mann schlage und erlege. Spolia opima heißen die Beutestücke, sagt Varro, weil die Römer den Überfluss opim nennen. Einleuchtender könnte man wohl sagen, wegen der Tat. Denn opus heißt bei ihnen das Werk oder die Tat, und nur dem Feldherrn, der mit eigener Hand die Tat vollbracht, den feindlichen Feldherrn erlegt hat, ist die Weihung der Spolia opima gestattet. Nur drei römische Feldherren ist es zuteil geworden, dies zu vollbringen. Als ersten dem Romulus, der den Zenineten Acro tötete, als zweiten den Cornelius Cossus, der den Etrusker Tolumnius erlegte, und zuletzt dem Claudius Marcellus, der Britomartus, den König der Gallier, besiegte. Cossus und Marcellus sind schon auf vier Gespannen eingezogen, selbst die Siegeszeichen tragend. Dass auch Romulus schon auf einem Wagen gefahren sei, behauptet Dionysius mit Unrecht. Denn es wird berichtet, dass Tarquinius, der Sohn des Demarotos, als erster der Könige die Triumphe in diese prunkvolle Form gebracht habe. Andere meinen, Poplicola sei der Erste gewesen, der den Triumph zu Wagen feierte. Die Bilder, auf denen man in Rom den Romulus als Trophäenträger dargestellt sieht, zeigen ihn alle zu Fuß. Während der Einnahme von Zenina die übrigen Sabiner noch immer mit Rüstungen beschäftigt waren, traten die Bewohner von Fidenae, Crustumerium und Antemna gegen die Römer zusammen. Eine Schlacht wurde geschlagen und sie wurden ebenfalls besiegt und mussten es geschehen lassen, dass Romulus ihre Städte einnahm, ihr Land aufteilte und sie selbst nach Rom verpflanzte. Romulus verteilte das übrige Land an die Bürger, nur die Väter der geraubten Jungfrauen ließ er das Land, das sie gehabt hatten, behalten. Dieses Vorgehen nahmen die übrigen Sabiner so übel, dass sie nunmehr den Tatius zum Feldherrn ernannten und gegen Rom anrückten. Doch war die Stadt schwer zugänglich, da sie als Bastion das jetzige Kapitolium hatte, in welchem eine Besatzung lag unter dem Kommando des Tarpeius, nicht der Jungfrau Tarpeia, wie einige behaupten, die den Romulus damit als einen Toren hinstellen. Sondern Tarpeia war die Tochter des Kommandanten, und sie verriet die Feste der Sabiner aus Begierde nach den goldenen Armbändern, die sie an ihnen sah, und zwar verlangte sie als Lohn für den Verrat das, was sie am linken Arm trügen. Nachdem Tatius das zugestanden hatte, öffnete sie nachts ein Tor und ließ die Sabine ein. Nun steht aber offenbar Antigonus nicht allein mit seinem Wort, er liebe die Worte, die Verrat üben. Die aber Verrat geübt hätten, hasse er. Noch Cäsar Augustus, der von dem Thraker Rheumetalkes gesagt hat, er liebe den Verrat, den Verräter aber hasse er. Sondern dies ist die allgemeine Stimmung gegen die Lumpen bei denen, die sie brauchen, wie man das Gift und die Galle mancher Tiere braucht. Solange man Nutzen aus ihnen zieht, hat man sie gern, hasst aber ihre Gemeinheit, wenn man sein Ziel erreicht hat. So ging es damals auch Tatius der Tarpeia gegenüber. Er befahl den Sabinern, der Abmachung wohl eingedenk zu sein und ihr nichts von dem zu missgönnen, was sie am linken Arm trügen. Und als erster nahm er das Armband ab und warf zugleich den Schild auf sie. Alle taten dasselbe und so kam sie, von dem Gold getroffen und von den Schilden überschüttet, unter der Masse und der Last zu Tode. Doch auch Tarpeius wurde von Romulus wegen Verrats verklagt und verurteilt, wie nach dem Zeugnis Jubas Galba Sulpicius erzählt.
Von den sonstigen Berichten über Tarpeia ist der ganz unglaubwürdig, der wissen will, sie sei eine Tochter des Tatius, des Führers der Sabiner gewesen, sei von Romulus mit Gewalt geehelicht worden und habe deshalb Verrat geübt und das berichtete Schicksal durch ihren Vater erlitten. So steht es auch bei Antigonos. Vollendeter Unsinn ist es schließlich, wenn der Dichter Simulus glaubt, nicht den Sabinern, sondern den Kelten habe Tarpeia das Kapitol verraten, weil sie sich in ihren König verliebt hatte. Er dichtete so: Doch Tarpeia, nahe dem Gipfel des Kapitoles wohnend, wurde Mauerzerstörerin Roms. Sie begehrte, die Gattin des Königs der Kelten zu werden und wahrte darum nicht das Haus ihrer Väter. Und kurz danach über ihren Tod: Doch die Boier und die unzähligen Völker der Kelten hießen sie nicht willkommen, betteten sie diesseits der Fluten des Padus, warfen die Schilde über sie von den kriegerischen Armen, dass der verruchten Dirne der Schmuck zum Tode gedieh. Danach, dass Tarpeia dort begraben wurde, erhielt der Berg den Namen Tarpeius, bis König Tarquinius die Stätte dem Jupiter weihte, ihre Gebeine weggeschafft wurden und der Name in Vergessenheit kam. Nur, dass noch jetzt ein Felsabsturz am Kapitol der Tarpeische heißt, über den man die Übeltäter hinabstürzte. Als die Feste im Besitz der Sabiner war, forderte Romulus sie voll Zorn zum Kampf heraus, und auch Tatius war guten Mutes, da er, auch wenn er geschlagen würde, eine sichere Rückzugsmöglichkeit sah. Denn das Feld inmitten, wo sie zusammentreffen mussten, verhieß, da es von vielen Höhen eingeschlossen war, zwar durch seine Ungunst einen scharfen und gefährlichen Kampf für beide Teile, aber auch begrenzte Möglichkeiten für Flucht und Verfolgung in der Enge. Nun war wenige Tage vorher der Fluss übergetreten und hatte einen tiefen und trügerischen Morast in der Ebene, wo jetzt der Markt ist, zurückgelassen. Er war darum von Ansehen schwer zu beurteilen und irreführend, aber bedenklich und gefährlich. Auf ihn bewegten sich die Sabiner in ihrer Unkenntnis zu, als ihnen ein Glücksfall zu Hilfe kam. Curtius, ein vornehmer Mann, ritt von Stolz und Ruhm geschwellt, den anderen weit voraus. Da geriet sein Pferd in das Wasserloch. Eine Weile bemühte er sich, es durch Schläge und Zurufe wieder herauszubringen. Da es aber nicht möglich war, gab er es auf und rettete nur sich selbst. Der Ort heißt nach ihm noch das Curtiusloch. Die Sabiner hüteten sich nun vor dieser Gefahr und kämpften eine harte Schlacht, die aber zu keiner Entscheidung führte, obgleich viele erschlagen wurden, unter ihnen auch Hostilius. Dieser soll der Gatte der Hersilia und der Großvater des Hostilius, der nach Numa König wurde, gewesen sein. Es folgten wie natürlich innerhalb kurzer Fristen noch viele Zusammenstöße, doch nur einer, der letzte, ist besonders in der Erinnerung haften geblieben. In diesem wurde Romulus von einem Stein am Kopf getroffen, kam beinahe zu Fall und musste den Kampf aufgeben, so dass die Römer den Sabinern wichen, aus der Ebene abgedrängt wurden und flüchtig auf das Palatium zurückgingen. Doch schon erholte sich Romulus wieder von dem Schlag, wollte den Fliehenden entgegen in die Kampffront eilen und rief mit lauter Stimme, sie sollten stehen und wieder kämpfen. Als aber Massen von Flüchtenden ihn umfluteten und keiner mehr kehrt zu machen wagte, da hob er die Hände zum Himmel und betete zu Jupiter, er solle das Heer zum Stehen bringen und es nicht geschehen lassen, dass die Sache der Römer hinsinke, sondern sie wieder aufrichten. Als sie dieses Gebet hörten, erfasste viele Scham vor ihrem König. Die Stimmung schlug um und neuer Mut erfüllte die Fliehenden. Sie hielten wieder stand. Dort, wo jetzt der Tempel des Jupiter Stator errichtet ist, den man als den Aufhalter übersetzen könnte. Dort schlossen sie sich zusammen und drängten die Sabiner wieder zurück bis zu der Stelle, wo jetzt die sogenannte Regia und der Tempel der Vesta steht. Als sie sich hier rüsteten, den Kampf von Neuem aufzunehmen, da hielt sie eine erschütternde, kaum mit Worten zu beschreibende Erscheinung zurück. Man sah die geraubten Töchter der Sabiner von allen Seiten mit Schreien und Jammern mitten durch die Waffen und über die Gefallenen hin, wie von einem Gott besessen zu ihren Männern und ihren Vätern eilen, die eine mit kleinen Kindern auf den Armen, die anderen mit aufgelösten Haaren vor dem Gesicht, und alle riefen sie mit den zärtlichsten Namen bald die Sabiner an und bald die Römer. Da wurden beide tief gerührt und machten ihnen Platz, so dass sie zwischen den Fronten zu stehen kamen. Ein Weinen ging durch alle, und heißes Mitleid wurde wach bei ihrem Anblick und noch mehr bei ihren Worten, die mit Rechtfertigung und Vorwürfen begannen und mit Bitten und Flehen endeten. »Was haben wir euch denn Böses oder zu Leide getan?« sagten sie.
dass wir so Schreckliches erlitten haben und noch weiter erleiden sollen. Gewaltsam und widerrechtlich wurden wir geraubt von denen, die nun unsere Männer sind. Und nach dem Raube haben sich Brüder, Väter und Verwandte so lange Zeit nicht um uns gekümmert, dass wir mit den ehemaligen Feinden nun durch die stärksten Bande verbunden sind und um die, die uns Gewalt und Unrecht antaten, in Furcht sind, wenn sie kämpfen und weinen, wenn sie fallen. Ihr seid ja nicht gekommen, um uns als Jungfrauen beizustehen gegen unsere Räuber, sondern jetzt reißt ihr die Frauen von ihren Männern und Müttern von ihren Kindern weg und bringt uns Armen eine Hilfe, die jammervoller ist als die Vernachlässigung und der Verrat zuvor. Das ist die Liebe, die diese Männer uns bewiesen haben. Das ist das Mitleid, das uns von euch zuteil wird. Selbst wenn ihr aus anderer Ursache strittet, so müsstet ihr ein Ende machen, nachdem ihr durch uns Schwiegerväter, Großväter und nahe Verwandte geworden seid. Geht aber der Kampf um uns? Nun, so nehmt uns mitsamt Schwiegersöhnen und Kindern. Gebt uns Väter und Verwandte wieder. Aber nehmt uns nicht Kinder und Männer. Wir flehen euch an. Lasst uns nicht abermals zu Gefangenen werden. Solche und ähnliche Reden führte Hersilia als Sprecherin, und die anderen stimmten in ihre Bitten ein. So schloss man einen Waffenstillstand, und die Führer traten zu Verhandlungen zusammen. Unterdessen führten die Frauen den Vätern und Brüdern ihre Männer und Kinder zu, brachten denen, die es bedurften, Speise und Trank und schafften die Verwundeten in die Häuser, um sie zu pflegen. Dabei zeigten sie auch, dass sie im Hause herrschten und dass die Männer ihnen jede Liebe und Ehre erwiesen. Hierauf schloss man den Vertrag, dass diejenigen Frauen, die das wollten, weiter mit ihren Männern leben sollten, aber wie schon gesagt, von jeder Arbeit und jedem Dienst befreit, außer der Wollarbeit. Römer und Sabiner sollten die Stadt gemeinsam bewohnen. Die Stadt solle Rom heißen, nach Romulus, und alle Römer Quiriten, nach der Vaterstadt des Tatius. Und herrschen und das Heer führen sollten sie beide gemeinsam. Der Ort, wo dieser Vertrag geschlossen, heißt bis heute Comitium, denn Comire heißt lateinisch zusammenkommen. Da die Stadt sich so verdoppelte, wurden 100 Sabiner als Patrizier hinzugewählt und die Legionen kamen auf 6000 Mann zu Fuß und 600 Reiter. Man stellte ferner 3 Stammverbände auf und nannte den einen nach Romulus Ramnenses, den zweiten nach Tatius Tatiensis, den dritten Lucerenses, nach dem Heim, in dem nach Schaffung der Zufluchtsstätte viele geflohen und so Bürger geworden waren. Denn der Heim heißt lateinisch Lucus. Dass es 3 Stammverbände waren, beweist der Name, denn noch heute nennt man sie Tribus und ihre Vorsteher Tribunen. Jede Tribus hat 10 Kurien, die nach der Meinung einiger nach jenen Frauen benannt sind. Doch das scheint ein Irrtum zu sein, denn viele Kurien haben ihre Namen von Örtlichkeiten. Aber viele andere Ehrenrechte wurden den Frauen eingeräumt, darunter die folgenden. Dass man ihnen auf der Straße ausweicht, dass niemand in Gegenwart einer Frau etwas Unanständiges sagen oder sich nackt zeigen darf, bei Androhung einer Strafverfolgung vor dem peinlichen Gericht, dass ihre Söhne den Halsschmuck, der von seiner Gestalt, weil er einer Wasserblase gleicht, Bulla genannt wird, und die Toga Prätexta tragen. Die Ratsversammlungen hielten die Könige nicht zugleich gemeinsam miteinander, sondern jeder zuerst gesondert mit seinen 100, und dann erst führten sie alle zusammen. Tatius wohnte dort, wo jetzt der Tempel der Moneta steht, Romulus bei der sogenannten Scala Caci, die sich beim Niederstieg vom Palatium zum Circus Maximus befindet. Dort soll auch der heilige Kornelkirschbaum gestanden haben, von dem man erzählt, Romulus habe, um seine Kraft zu erproben, seine Lanze aus Kornelkirschholz vom Aventin herübergeschleudert. Die Spitze sei tief in die Erde gedrungen und niemand habe sie herausziehen können, obschon es viele versuchten. Die fruchtbare Erde habe das Holz aufgenommen, zum Treiben gebracht und so sei schließlich ein hoher Kornelkirschbaum emporgewachsen. Diesen hütete man nach Romulus als eins der größten Heiligtümer, verehrte ihn und zäunte ihn ein. Wenn ein Vorübergehender glaubte, dass er nicht frisch und grün sei, sondern an Nahrungsmangel litte und einzugehen drohe, so rief er das sogleich laut allen ihm Begegnenden zu, und die schrien, als ob es einen Brand zu löschen gelte, nach Wasser, und von allen Seiten liefen Leute zusammen und brachten Gefäße voll Wasser an den Ort. Aber als der Kaiser Caligula die Treppe ausbessern ließ und die Arbeiter das umgebende Erdreich umgruben, da sollen die Wurzeln versehentlich so schwer beschädigt worden sein,
dass der Baum verdorrte. Die Monatsnamen übernahmen die Sabiner von den Römern. Über diese ist das Erforderliche schon im Leben des Numa gesagt, Kapitel 19. Dagegen führte Romulus die Schilde der Sabiner ein und veränderte so seine eigene Bewaffnung wie die der Römer, welche bis dahin argolische Schilde trugen. Die Feste und Opfer nahmen sie voneinander an, hoben also die bisher von den beiden Völkern gefeierten nicht auf, sondern führten noch neue ein. So die Matronalien, die den Frauen zum Andenken an die Beendigung des Krieges zugestanden wurden, und die Carmentalien. Die Carmenta halten einige für die Parze, die über die Geburt der Menschen waltet. Daher verehrten sie auch die Mütter. Andere meinen, die Frau des Arkadas Euandros, eine Wahrsagerin, die im prophetischen Rausch Orakel in Versen erteilte, sei darum Carmenta zu benannt worden. Denn Verse heißen lateinisch Carmina. Ihr eigentlicher Name war Nikostrate. Darüber herrscht Übereinstimmung. Den Namen Carmenta erklären aber einige überzeugender als des Verstandes bar, wegen des Wahnsinns in der Verzückung. Denn für bar sein, sagen sie, Karriere und Mentem für Verstand. Über die Parilien ist schon oben gesprochen. Die Lupercalien sind, der Zeit nachzuschließen, ein Reinigungsfest, denn sie werden an den Feiertagen des Monats Februar begangen, den man mit Reinigungsmonat übersetzen kann, und den Tag nannte man vor Alters Febrates. Der Name des Festes bedeutet auf Griechisch Lykaia, Wolfsfest, und scheint deshalb uralt, von den Arkadern unter Euandros mitgebracht. Aber das ist ungewiss, denn der Name kann auch von der Wölfin herstammen. Sehen wir doch, dass die Luperci ihren Umlauf an der Stelle beginnen, wo Romulus ausgesetzt worden sein soll. Die Bräuche, die da geübt werden, machen es schwer, den Ursprung zu ergründen. Man schlachtet Ziegen, dann werden zwei Jünglinge von Adel herbeigeführt, denen einige mit dem blutigen Messer die Stirn berühren, während andere sogleich mit einem in Milch getauchten wollenen Lappen das Blut wieder abwischen. Nach dem Abwischen müssen die Jünglinge lachen. Hierauf schneiden sie die Ziegenfelle in Streifen, laufen nackt, nur mit einem Lendenschurz durch die Stadt und schlagen die Begegnenden mit einem Riemen. Die erwachsenen Frauen suchen diesen Schlägen nicht auszuweichen, weil sie glauben, dass sie für Schwangerschaft und leichte Geburt heilsam sind. Eine Besonderheit dieses Festes ist auch, dass die Luperci einen Hund opfern. Ein gewisser Butas, der in elegischen Distichen die fabelhaften Ursprünge römischer Bräuche behandelt, sagt, Romulus und Remus seien nach dem Siege über Amulius voll Freude zu dem Ort gerannt, wo ihnen als Säuglingen die Wölfin das Euter gereicht hatte. Und in Nachahmung dieses Laufes wurde das Fest gefeiert und liefen die edlen Jünglinge, schlagend nach allen im Wege, wie einst mit Schwertern Romulus und Remus kamen von Alba gerannt. Das blutige Messer werde ihnen an die Stirn gesetzt, zur Erinnerung an die damalige Todesgefahr, und das Abwischen mit Milch geschehe zum Andenken an ihre Ernährung. Gaius Acilius erzählt, noch vor der Gründung Roms wäre Romulus und Remus ihr Vieh weggekommen. Sie hätten darauf dem Faunus ein Gelübde dargebracht und wären dann, um es zu suchen, nackt losgelaufen, um nicht unter dem Schweiß zu leiden. Deswegen hielten die Luperci ihren Umlauf nackt. Bei dem Hund möchte man glauben, falls das Ganze ein Reinigungsfest ist, dass er als Sühneopfer dient. Denn auch die Griechen bringen bei Reinigungsfesten junge Hunde zum Opfer. Und der Brauch des sogenannten Periskylakismos, herumtragen junge Hunde, wird vielerorts geübt. Wenn sie die Feier aber als Dankfest für die Wölfin wegen der Ernährung und Bewahrung des Romulus begehen, so wird der Hund wohlverständlicherweise geschlachtet, denn er ist den Wölfen Feind. Oder ist es am Ende so, dass das Tier bestraft wird, weil es die Luperci bei ihrem Umlauf belästigt? Auch die Verehrung des Feuers soll Romulus als erster eingeführt haben, durch Einsetzung der geweihten Jungfrauen, der Vestalinnen. Andere schreiben dies dem Numa zu, berichten aber, dass im Übrigen Romulus ausnehmend gottesfürchtig, dazu auch der Wahrsagung zugeneigt gewesen sei und bei ihrer Ausübung den sogenannten Lituus getragen habe. Das ist ein gekrümmter Stab, mit dem sie, wenn sie sich zur Vogelschau niedersetzen, die Himmelsbezirke abgrenzen. Dieser Stab, der auf dem Palatium aufbewahrt wurde, soll bei der Eroberung der Stadt durch die Kelten verschwunden, dann aber
nach der Vertreibung der Barbaren unter tiefer Asche wiedergefunden worden sein, unangegriffen von dem Feuer, das alles andere zerstört und vernichtet hatte. Romulus gab auch einige Gesetze, darunter das sehr harte, welches der Frau nicht gestattet, ihren Mann zu verlassen, ihm aber gestattet, die Frau zu verstoßen wegen Giftmischerei, Kindesunterschiebung und Ehebruchs. Im Falle der Verstoßung, ohne einen dieser Gründe jedoch verordnet, dass ein Teil seines Vermögens der Frau gehören, der andere der Ceres geweiht werden soll. Wer seine Frau verkauft, soll den unterirdischen Göttern geopfert werden. Eigenartig ist, dass er keine Strafe für Vatermörder festgesetzt und jeglichen Totschlag als Vatermord bezeichnet hat. Offenbar, weil er den Totschlag für fluchwürdig ansah und gar nicht an die Möglichkeit des Vatermordes dachte. Tatsächlich schien er für lange Zeit recht damit zu haben, dass er ein solches Verbrechen außer Betracht ließ, denn in einem Zeitraum von fast 600 Jahren hat niemand in Rom so etwas begangen, sondern erst nach dem Hannibalkrieg soll Lucius Hostius der erste Vatermörder gewesen sein. Dies möge hierüber genug sein. Im 5. Jahr der Regierung des Tatius begegneten einige seiner Freunde und Verwandten unterwegs Gesandten, die von Laurentum nach Rom zogen, und versuchten, ihnen mit Gewalt ihre Habe zu nehmen, und da sie sie nicht hergaben, sondern sich wehrten, schlugen sie sie tot. Für die Verübung eines so schweren Verbrechens hielt Romulus es für nötig, die Täter sofort zu bestrafen. Tatius aber hintertrieb es und zog die Sache hin. Dies war der einzige Anlass zu einem offenen Streit zwischen ihnen. Im Übrigen mäßigten sie sich stets und führten die Geschäfte nach Möglichkeit gemeinsam und in Eintracht. Die Verwandten der Ermordeten, denen durch Tatius jede gesetzliche Buße verwehrt wurde, überfielen ihn, während er in Lavinium mit Romulus opferte, und töteten ihn. Romulus hingegen gaben sie als einem gerechten Manne unter Segenswünschen das Geleit. Er ließ den Leichnam des Tatius nach Rom bringen und ehrenvoll bestatten. Er liegt bei dem sogenannten Armillustrium auf dem Aventin. Die Strafverfolgung der Mordtat unterließ er ganz. Einige Geschichtsschreiber berichten, die Stadt Laurentum habe aus Furcht die Mörder des Tatius ausgeliefert, Romulus aber habe sie freigelassen, mit der Begründung, Mord sei durch Mord gesühnt. Dies gab dem Anlass zu dem Gerede und dem Verdacht, es sei ihm nicht unlieb gewesen, den Mitregenten loszuwerden, führte aber zu keiner Beunruhigung noch zu Aufruhrgelüsten bei den Sabinern, sondern sie blieben treu, teils aus Ergebenheit für seine Person, teils aus Furcht vor seiner Macht, teils weil sie ihn bewunderten als einen Mann, der in allem die Gunst der Götter genoss. Auch viele der benachbarten Völker bewunderten den Romulus. Die alten Latiner sandten und schlossen mit ihm ein Freundschafts- und Waffenbündnis. Fidene hingegen, eine Nachbarstadt Roms, eroberte er, wie einige sagen, indem er ganz plötzlich Reiter aussandte mit dem Auftrag, die Angeln der Tore loszuschlagen und dann unvermutet selbst erschien. Andere erzählen, jene wären zuerst eingefallen, hätten Beute weggetrieben und das Land weithin bis in die Vorstadt hinein verwüstet, aber Romulus habe ihnen einen Hinterhalt gelegt, viele niedergemacht und die Stadt genommen. Doch zerstörte und vernichtete er sie nicht, sondern machte sie zu einer römischen Kolonie, indem er 2500 Siedler hinsandte. Dies geschah an den Iden des April. Hierauf brach eine Seuche aus, welche plötzliche Todesfälle ohne vorherige Krankheit unter den Menschen verursachte und sie auch durch Misswachs und Unfruchtbarkeit des Viehs heimsuchte. Dazu ging ein Blutregen über der Stadt nieder, so dass zu den unvermeidlichen Leiden sich auch noch abergläubische Angst gesellte. Da das Gleiche auch die Bewohner von Laurentum betraf, so schien es ganz deutlich, dass die göttliche Strafe für die Rechtsverletzung gegenüber Tatius und für die Ermordung der Gesandten beide Städte heimsuchte. Sobald auf beiden Seiten die Mörder ausgeliefert und bestraft waren, ließ das Übel offenkundig nach. Auch reinigte Romulus die Städte durch Sühneopfer, die, wie es heißt, noch jetzt an der Porta Ferentina gefeiert werden. Noch bevor die Seuche aufgehört hatte, griffen die Camerier die Römer an und verheerten das Land in dem Glauben, die Römer seien außerstande, sich zu wehren wegen der Seuche. Doch Romulus rückte sofort gegen sie ins Feld, besiegte sie und tötete 6000, nahm die Stadt und verpflanzte die Hälfte der Überlebenden nach Rom,
während er die doppelte Zahl eigener Bürger von Rom nach Cameria übersiedeln ließ, und zwar an den Kalenden des Sextilis, 1. August. Einen solchen Überschuss an Bürgern hatte die Stadt kaum 16 Jahre nach der Gründung. Unter anderen Beutestücken brachte er auch ein ehernes Viehgespann aus Cameria nach Rom und stellte es im Tempel des Vulcanus auf, ließ auch eine Bildsäule von sich anfertigen, wie er von Victoria bekränzt wurde. Da seine Macht auf solche Weise anwuchs, fügten sich die Schwächeren unter den Nachbarn und waren froh, wenn sie unbehelligt blieben. Die Mächtigeren aber meinten, aus Furcht und Missgunst nicht ruhig zusehen zu dürfen, sondern den weiteren Machtzuwachs aufhalten und Romulus einen Zaum anlegen zu müssen. Die ersten, die den Krieg begannen, waren Etrusker, die Bewohner von Veii, die ein weites Landgebiet und eine große Stadt besaßen, und zwar forderten sie die Rückgabe von Fidene, das ihnen angeblich gehörte. Das war nicht nur ungerecht, sondern auch lächerlich, weil sie damals, als die Leute im Krieg und in Gefahr waren, ihnen nicht geholfen, sondern sie ruhig hatten zugrunde gehen lassen, jetzt aber Häuser und Land von den neuen Besitzern forderten. Da sie von Romulus eine höhnische Antwort erhielten, teilten sie sich in zwei Teile und griffen mit dem einen Heer die Streitmacht von Fidene an, mit dem anderen traten sie Romulus entgegen. Bei Fidene siegten sie und töteten 2000 Römer. Von Romulus aber wurden sie geschlagen und verloren über 8000 Mann. Es folgte eine zweite Schlacht bei Fidene. Dass da das Beste von Romulus selbst getan wurde, der eine mit Kühnheit gepaarte Kriegskunst bewies und eine über menschliches Maß hinausgehende Kraft und Schnelligkeit zeigte, berichten alle übereinstimmend. Aber was einige sagen, ist geradezu märchenhaft oder vielmehr ganz unglaubhaft. Dass nämlich von den 14.000 Gefallenen mehr als die Hälfte von Romulus mit eigener Hand erlegt worden seien, wo man doch meint, dass auch schon die Messenier stark aufgeschnitten haben, wenn sie behaupten, dass Aristomenes dreimal das Opfer der Hekatamphonien, Tötung von 100 Feinden, über die Lakedaimonier gefeiert habe. Nach dem Sieg ließ Romulus die Überlebenden entfliehen und rückte unmittelbar auf die Stadt los. Die Bewohner führten nach dem erlittenen schweren Verlust den Kampf nicht fort, sondern boten Verhandlungen an und schlossen Frieden und Freundschaft auf 100 Jahre, mussten aber einen großen Teil ihres Landes, das sogenannte Septempagium, das heißt Siebenerland, hergeben, die Salzwerke am Fluss abtreten und 50 der vornehmsten Männer als Geiseln ausliefern. Über die Veienter triumphierte er an den Iden des Oktobers, wobei neben vielen anderen Gefangenen auch ihr Führer mitschreiten musste, ein alter Mann, der seine Sache recht unverständlich und unerfahren, gar nicht seinem altersgemäß gemacht hatte. Deshalb führten sie noch jetzt bei der Feier eines Siegesfestes einen Greis im Purpurgewand über das Forum zum Kapitol, der eine Kinderbulla umgehängt hat, und der Herold ruft aus, Sardiana zu verkaufen. Denn die Etrusker gelten als Kolonisten der Sardianer und Veii ist eine etruskische Stadt. Dies war der letzte Krieg, den Romulus führte. Danach entging auch er nicht dem Schicksal, welchem viele oder besser alle bis auf wenige verfallen, die durch große, unerwartete Glücksfälle zu Macht und Glanz emporgehoben werden. Allzu sicher geworden durch sein Glück, nahm er einen verletzenden Stolz an, kam von seinem volksfreundlichen Wesen ab und ging zu einem hasserregenden und kränkenden Despotentum über, schon durch das äußere Auftreten, das er jetzt annahm. Er trug eine purpurne Tunika und eine purpurverbrämte Toga und saß auf einem Thronsessel, wenn er die Regierungsgeschäfte führte. Dabei waren immer um ihn die jungen Leute, die nach der Schnelligkeit, mit der sie ihre Dienste versahen, Celeres genannt wurden. Andere schritten vor ihm her und drängten die Menge mit Stöcken beiseite, und sie hatten Riemen umgebunden, um sofort die Leute, die er bezeichnete, zu binden. Binden hieß lateinisch früher ligare, jetzt alligare. Daher heißen die Stockträger Liktoren und die Stöcke Bakula, weil sie damals Stöcke, griechisch Bakteriai, gebrauchten. Vielleicht aber ist in das jetzige Liktoren das K nachträglich eingeschoben und hießen sie früher Litoren, wie die griechischen Liturgen. Denn Leiton nennen die Griechen noch heute die Gemeinde und Laos das Volk. Als nach dem Tod seines Großvaters Numitor dem Romulus die Königswürde in Alba zufiel, verzichtete er, um sich beliebt zu machen, auf die Staatsleitung
und setzte den Albanern alljährlich einen Regenten ein. Dadurch brachte er auch die Mächtigen in Rom darauf, einen selbstständigen Staat ohne König zu erstreben, in dem sie wechselnd Herrscher und Beherrschte sein könnten. Denn auch die sogenannten Patrizier hatten keinen Anteil an den Regierungsgeschäften, sondern nur der Name und die äußere Ehre war ihnen geblieben. Mehr der Gewohnheit halber, als um ihre Meinung zu sagen, wurden sie ins Rathaus berufen. Dort hörten sie schweigend, was er anordnete, und wenn sie hinausgingen, hatten sie nur dies von der Menge voraus, dass sie früher erfahren hatten, was er beschlossen hatte. Und dies war noch das Wenigste. Wenn er aber das eroberte Land ganz nach eigenem Gutdünken unter die Soldaten verteilte und den Veientern die Geiseln zurückgab, ohne sie befragt und ihre Zustimmung erhalten zu haben, so bedeutete das geradezu eine Beschimpfung des Senats. Daher regten sich Verdacht und Verleumdung gegen ihn, als Romulus nach kurzer Zeit unerwartet verschwand. Und zwar verschwand er an den Nonen des Juli, wie er jetzt, des Quintiles, wie er damals hieß, der 7. Juli. Und es ist nichts Sicheres und Unbestrittenes über seinen Tod je zu erfahren gewesen, als eben die angegebene Zeit. Denn noch jetzt werden an diesem Tag viele Gebräuche geübt, die an das damalige Geschehen erinnern. Doch darf man sich über diese Ungewissheit nicht wundern, da doch noch, als Scipio Africanus nach dem Abendessen in seinem Hause starb, nichts Sicheres und Bestimmtes über seine Todesart bekannt wurde, sondern die einen sagen, er sei eines natürlichen Todes gestorben, da er von jeher leidend war. Andere, er habe sich selbst vergiftet. Wieder andere, seine Feinde seien nachts bei ihm eingedrungen und hätten ihn erdrosselt. Dabei lag Scipios Leichnam offen zur Schau, für alle zu sehen, und der Anblick des Körpers erweckte bei allen den Verdacht, dass etwas Gewaltsames geschehen sei. Von Romulus aber, als er plötzlich verschwunden war, ist weder ein Teil seines Körpers noch ein Rest seiner Kleider je gesehen worden, sondern die einen vermuten, die Senatoren hätten ihn im Tempel des Vulkanus überfallen und getötet, den Körper dann zerteilt und jeder habe ein Stück im Bausch der Toga versteckt weggetragen. Andere meinen, weder im Tempel des Vulkanus noch allein in Anwesenheit der Senatoren sei das Verschwinden erfolgt, sondern draußen beim sogenannten Ziegensumpf habe Romulus gerade eine Versammlung gehalten, als wunderbare, unbeschreibliche, unglaubliche Dinge und Wandlungen am Himmel vor sich gingen. Das Licht der Sonne erlosch und Nacht brach herein, doch keine sanfte und ruhige, sondern furchtbarer Donner krachte und Hagelstürme brausten von allen Seiten herein. Die große Masse lief flüchtend auseinander und die Vornehmen drängten sich zusammen. Als das Unwetter zu Ende war und die Sonne herauskam, sammelte die Menge sich wieder am selben Platz und es begann ein Suchen nach dem König und ein allgemeines Verlangen, aber da gestatteten die Vornehmen nicht, dass man prüfte und forschte, sondern sie hießen alle den Romulus verehren und anbeten. Er sei zu den Göttern entrückt und werde nun aus einem guten König ein gnädiger Gott für sie werden. Die meisten glaubten das, gingen fröhlich davon und beteten mit frohen Hoffnungen zu Romulus. Es gab aber auch einige, die scharfe und feindselige Kritik übten und die Patrizier durch die Beschuldigung beunruhigten, sie wollten dem Volke alberne Märchen aufbinden, nachdem sie selbst den König umgebracht hätten. Da kam ein Mann von vornehmstem Stande und von bewährter Rechtschaffenheit, ein zuverlässiger und vertrauter Freund des Romulus selbst, einer der aus Alba zugezogenen, Julius Proculus, auf das Forum, legte einen Eid auf die höchsten Heiligtümer ab und erklärte vor allem Volk, ihm sei, als er seines Weges ging, von der Gegenseite herantretend Romulus erschienen, schön und groß anzusehen wie niemals zuvor und mit feurig glänzenden Waffen geschmückt. Erschrocken über diesen Anblick habe er gerufen, »O König, was haben wir dir getan? Oder was hast du im Sinn, dass du uns in ungerechten und bösem Verdacht und die ganze Stadt verwaist in unendlicher Trauer zurückgelassen hast?« Darauf habe Romulus erwidert, »Es war der Wille der Götter, mein Proculus, dass ich so lange Zeit unter den Menschen weilen, eine Stadt zu größter Macht und höchstem Ruhm bestimmt erbauen und dann wieder den Himmel bewohnen sollte, aus dem ich kam. Darum gehab dich wohl und sage den Römern, dass sie, wenn sie Besonnenheit vereint mit Tapferkeit üben, zum höchsten Gipfel menschlicher Macht gelangen werden. Ich werde euch der gnädige Gott Quirinus sein.« Dies erschien den Römern glaubwürdig wegen des Charakters des Redenden und wegen seines Eides. Doch auch etwas wie eine gottgesandte innere Erschütterung wirkte mit.
Niemand widersprach. Jede Verdächtigung und Verleumdung ließ man fahren, betete zu Quirinus und verehrte ihn als einen Gott. Das Ganze gleicht dem, was bei den Griechen die Sage über Aristeas von Proikonesos und Kleomedes von Astypalaia erzählt. Aristeas soll nämlich in der Werkstatt eines Walkers gestorben sein, und als seine Freunde kamen, um den Leichnam zu holen, war er fort. Und einige Leute, die gerade von der Reise zurückkamen, sagten, Aristeas sei ihnen begegnet, wie er auf dem Weg nach Kroton wanderte. Kleomedes, heißt es, war von übernatürlicher Körperkraft und Größe, aber in seinem Wesen gestört und nicht recht bei Verstand und verübte viele Gewalttätigkeiten. Zuletzt schlug er in einer Knabenschule den Stützpfeiler des Daches mit seiner Hand mitten entzwei, so dass das Dach einstürzte und die Knaben zu Tode kamen. Als er verfolgt wurde, flüchtete er sich in eine große Kiste, schloss den Deckel und hielt ihn von innen so fest, dass viele Männer mit vereinten Kräften ihn nicht öffnen konnten. Als man dann die Kiste zerschlug, fand man den Mann weder tot noch lebendig darin vor. Erschreckt schickte man Abgesandte nach Delphi, denen die Pythia die Antwort gab: Letzter ist der Heroen Kleomedes von Astypalaia. Auch der Leichnam der Alkmene soll, als man ihn hinaustragen wollte, verschwunden und ein Stein auf dem Bett liegend gefunden worden sein. Und noch viele andere Fabeln der Art erzählt man, womit man entgegen der gesunden Vernunft das sterbliche Wesen zum Range des Göttlichen zu erheben sucht. Die Göttlichkeit der Tugend ganz und gar zu leugnen, ist unfromm und niedrig. Aber Himmel und Erde durcheinander zu bringen, ist Torheit. Will man sicher gehen, so möge man mit Pindar sagen, eines jedem Leib folgt dem übergewaltigen Tod, lebendig aber bleibt in Ewigkeit sein Urbild. Denn das allein stammt von den Göttern. Es kommt von dort, und dorthin geht es wieder, nicht mit dem Leib, sondern wenn es sich ganz und gar vom Leib löst und geschieden hat, ganz lauter geworden ist und fleischlos und rein. Denn die Seele ist trocken und die beste nach Heraklit, wie ein Blitz aus der Wolke herausfliegend aus dem Leib. Die aber noch mit Leiblichem vermischt ist und voll davon, die ist wie schwerer nebelhafter Dunst, schwer herauszuziehen und emporzuheben. Man braucht also durchaus nicht die Leiber der Guten wieder die Natur mit in den Himmel aufsteigen zu lassen, aber glauben darf man durchaus, dass die tugendhaften Seelen, Kraft ihrer göttlichen Natur und nach göttlichem Recht, aus Menschen zu Heroen, aus Heroen zu Dämonen, aus Dämonen, wenn sie wie in Wein gereinigt und geheiligt und allem Sterblichen, dem Erleiden Unterworfenen entronnen sind, nicht nach dem Gesetz eines Staates, sondern nach der Wahrheit und gesunder Vernunft zu den Göttern emporgehoben werden und so zur schönsten und seligsten Vollendung gelangen. Den Namen Quirinus, der Romulus zuteil wurde, legten einige als Enialios, Mars, aus. Andere erklärten ihn damit, dass man auch die Bürger Quiriten nannte. Oder man weist darauf hin, dass die Alten die Speerspitze oder den Speer Quiris nannten. Und dass ein Bild der Juno, das über einer Speerspitze thront, das der Juno Quiritis heißt. Auch nennen sie den in der Regia aufgestellten Speer Mars und ehren diejenigen, die sich im Kriege ausgezeichnet haben, durch Überreichung eines Speeres. Als kriegerischer oder speerführender Gott habe also Romulus den Namen Quirinus erhalten. Sein Tempel ist erbaut auf dem Hügel, der nach ihm Quirinalis benannt ist. Der Tag, an dem er entrückt wurde, heißt Volksflucht, Populi Fugia, und None Capratine, weil man zu dem Opferfest aus der Stadt zum Ziegensumpf hinauszieht und die Ziege nennen sie Capra. Wenn sie zum Opfer hinausgehen, rufen sie laut viele der gebräuchlichen Namen, wie Marcus, Lucius, Gaius, um die damalige Flucht und das ängstliche und besorgte gegenseitige Rufen anschaulich zu machen. Einige sagen jedoch, das sei nicht eine Darstellung der Flucht, sondern der Eile und Geschäftigkeit und führen es auf folgende Ursache zurück. Als die Gallier nach der Eroberung Roms von Camillus wieder hinausgedrängt worden waren und die Stadt sich von der erlittenen Schwächung noch nicht leicht erholte, zogen viele Latiner gegen sie ins Feld, unter Führung des Livius Postumius. Dieser ließ das Heer nicht fern von Rom lagern und schickte einen Herold mit der Botschaft, die Latiner wollten die alte, schon erloschene Verbindung und Verwandtschaft durch neue Eheschließungen unter den Völkern wieder beleben. Wenn also die Römer zahlreiche Jungfrauen und die männerlosen Frauen schickten, so sollte Friede und Freundschaft zwischen ihnen sein,
so wie das früher auf die gleiche Weise den Sabinern gegenüber geschehen sei. Da die Römer das hörten, fürchteten sie einerseits den Krieg, sahen aber andererseits in der Auslieferung der Frauen nichts Besseres als eine Gefangennahme. In dieser Verlegenheit gab ihnen eine Magd mit Namen Philotis, nach anderen Tutula, den Rat, keines von beiden zu tun, sondern durch eine List dem Kriege sowohl wie der Vergeißelung zu entrinnen. Die List bestand darin, dass man sie selbst und mit ihr andere hübsche Mägde, wie freie Frauen geschmückt, zu den Feinden hinschicken sollte. Sie würden dann nachts eine Fackel erheben und die Römer sollten bewaffnet die Feinde im Schlaf überfallen und erledigen. Es geschah so und die Latiner ließen sich täuschen. Philotis hielt die Fackel von einem wilden Feigenbaum aus hoch, während rückwärts Decken und Vorhänge vorgehalten wurden, so dass das Licht für die Feinde unsichtbar, für die Römer aber deutlich zu erkennen war. So wie sie es sahen, rückten sie sogleich eilends aus und riefen wegen der Eile an den Toren einander häufig an. Sie überfielen die Feinde unvermutet, schlugen sie und feierten seitdem dieses Siegesfest. Capratine werden die Nonen genannt nach dem Feigenbaum, der bei den Römern Caprificus heißt. Man bewirtet die Frauen außerhalb der Stadt in Hütten aus Feigenästen. Die Mägde gehen herum, um zu sammeln und treiben Scherze. Dann schlagen sie einander und werfen sich mit Steinen, weil sie auch damals den Römern beigestanden und an ihrer Seite gekämpft haben. Aber diese Deutung nehmen nicht viele der Autoren an, denn der Umstand, dass sie am Tage den Brauch des Namensanrufs üben und zum Ziegensumpf wie zu einem Fest ziehen, scheint vielmehr für die erste Erklärung den Ausschlag zu geben. Es sei denn, dass am gleichen Tag, aber zu verschiedenen Zeiten, beide Vorfälle sich ereignet haben. Übrigens soll Romulus im Alter von 54 Jahren und im 38. Jahr seiner Regierung von der Erde verschwunden sein. Dies ist es, was ich an denkwürdigen Dingen über Romulus und Theseus in Erfahrung bringen konnte. Da zeigt sich nun erstens, dass Theseus aus freiem Entschluss, ohne allen Zwang, da es ihm freistand, in Troizen gefahrlos ein nicht unbedeutendes Reich zu erben und zu beherrschen, aus sich heraus nach Großem gestrebt hat, während Romulus, um dem Knechtstand, in dem er sich befand, und der drohenden Strafe zu entrinnen, wirklich, wie es bei Platon heißt, aus Angst zum Helden geworden und in der Furcht, das Schlimmste zu erleiden, unter dem Zwang der Not dazu gelangt ist, Großes zu vollbringen. Sodann war die Tat des Romulus, dass er den einen Tyrannen von Alba beseitigte. Für Theseus aber waren Skiron, Sinis, Prokrustes, Korinetes nur ein Nebenbei und Vorgefecht, in denen er als Richter und Rächer Hellas von grausamen Tyrannen befreite, bevor die von ihm Geretteten noch wussten, wer er wäre. Er konnte unangefochten seinen Weg zur See nehmen, ohne von den Räubern belästigt zu werden. Romulus hingegen konnte, solange Amulius lebte, nicht unbehelligt bleiben. Ein starker Beweis dafür ist, dass Theseus, ohne dass ihm etwas zuleide getan worden war, um anderer Willen gegen die Übeltäter vorging. Romulus und Remus hingegen, solange sie nicht selbst unter dem Tyrannen zu leiden hatten, ruhig zusahen, wie er alle anderen peinigte. Und wenn es etwas Großes ist, dass Romulus im Kampf mit den Sabinern verwundet wurde, den Akro tötete und viele Feinde in der Schlacht erlegte, so kann man diesen Taten den Kampf mit dem Kentauren und den Amazonen zur Seite stellen. Was Theseus in der Sache des kritischen Tributes wagte, ob er sich nun zum Fraße für ein Untier oder als Truttenopfer am Grabe des Androgeus oder, das ist noch die mildeste Version, zu Ruhm und ehrlosem Knechtdienst bei feindlichen und übermütigen Männern zur Verfügung stellte und freiwillig mit den Jungfrauen und Jünglingen absegelte, das zeugt von einer Kühnheit, Großherzigkeit, einem Pflichtgefühl gegenüber der Allgemeinheit und einem Streben nach Ruhm und Tugendbewährung, das es kaum zu sagen ist. Daher scheint es mir, dass die Philosophen die Liebe treffend als ein gottgegebenes Mittel zur Pflege und Bewahrung junger Menschen definieren. Denn die Liebe Ariadnes sieht doch ganz so aus wie eine göttliche Veranstaltung, ein Mittel, um Theseus zu retten. Und es ist nicht recht, ihr diese Liebe zum Vorwurf zu machen, sondern man muss sich wundern, dass nicht alle, Mann und Weib, so empfunden haben. Und wenn ihr allein es so erging, so möchte ich sagen, dass sie dadurch mit Recht der Liebe eines Gottes würdig war, weil sie von Liebe für das Schöne und Gute und für die besten Männer erfüllt war. Beide waren sie zu politischen Führern geboren, aber keiner wahrte die Form des Königtums, sondern verließ sie und vollzog einen Wandel, der eine zur Demokratie, der andere zur Tyrannis,
womit sie aus entgegengesetzten Antrieben denselben Fehler begingen. Denn wer eine herrschende Stellung innehat, muss zunächst diese Stellung selbst wahren. Sie wird gewahrt ebenso, wenn er sich des ihm nicht Zukommenden enthält, wie wenn er das ihm Zukommende festhält. Wer nachlässt oder überspannt, bleibt nicht König noch Herrscher, sondern wird ein Demagoge oder ein Despot und erweckt in den Beherrschten Hass oder Missachtung. Doch ergibt sich der eine Fehler aus Nachgiebigkeit und Humanität, der andere aus Egoismus und Härte. Wenn man sodann das Unglück, das beide hatten, nicht ganz dem Schicksal zuschreibt, sondern Unterschiede des Charakters und der Leidenschaft aufsuchen will, so kann man zwar von dem Vorwurf unbesonnener Hitze und raschen, unberatenen Jähzornes weder den einen in seinem Verhalten gegenüber dem Bruder noch den anderen dem Sohn gegenüber freisprechen. Aber der den Zorn erregende Anlass entschuldigt mehr denjenigen, der von einem gewichtigen Grund wie von einem stärkeren Schlag aus dem Gleis geworfen wird. Bei Romulus hätte wohl niemand gedacht, dass bei einem Streit, der aus einer Beratung über das allgemeine Beste entsprang, die Vernunft plötzlich einen solchen Wutausbruch überschlagen würde. Den Theseus aber haben seinem Sohn gegenüber Liebe, Eifersucht und die Verleumdung eines Weibes, Kräfte, denen nur ganz wenige Widerstand haben, zu Fall gebracht. Und was noch wichtiger ist, der Zorn des Romulus entlud sich in einer Tat, einer Handlung, die ein unseliges Ende nahm. Theseus Zorn hingegen führte nur zu Worten, zu Schmähungen und greisenhaften Flüchen, und was folgte, geschah dem Jüngling nach seinem vorgezeichneten Schicksal. Hier muss man also wohl dem Theseus den Preis zusprechen. Zugunsten des Romulus fällt zuallererst schwer ins Gewicht die Tatsache, dass er von kleinsten Anfängen aus an seine Taten heranging. Hießen sie doch Sklaven und Söhne von Schweinehirten, und ehe sie noch selbst frei wurden, befreiten sie beinahe alle Latiner, sodass sie in einem die höchsten Ruhmestitel gewannen, Rächer an ihren Feinden, Retter ihrer Verwandten, Könige von Völkern und Gründer von Städten zu sein. Nicht nur Umsiedler, wie Theseus es war, der aus vielen Wohnstätten durch Zusammenschluss eine neue schuf, indem er viele nach alten Königen und Heroen benannte Gemeinden aufhob. Romulus tat das später auch, als er die Feinde zwang, ihre alten Heimstätten niederzureißen und zu vernichten und zu den Siegern überzusiedeln. Zuerst aber verlegte er nicht, noch vergrößerte er eine schon bestehende Stadt, sondern schuf eine neue, wo noch nichts bestand, und erwarb sich so zu gleicher Zeit Land, Heimat, Königtum, Sippen, Heiraten und Verwandtschaften. Beseitigte und vernichtete nichts, sondern wurde ein Wohltäter an denen, die aus Leuten ohne Hass und Herd zu einem Volk und einer Bürgerschaft werden wollten. Räuber und Übeltäter tötete er nicht, aber er bezwang Völker im Krieg, eroberte Städte und triumphierte über Könige und Feldherren. Was den Tod des Remus angeht, so ist der Täter strittig und schiebt man die Hauptschuld auf andere. Seine Mutter aber, die im Elend saß, hat er offenbar errettet und seinen Großvater aus einem ruhm- und ehrlosen Knechtdasein wieder auf den Thron des Aeneas gesetzt. Er hat ihm mit Willen viel Gutes angetan und Schaden auch nicht wider Willen. Die Vergesslichkeit des Theseus aber und seine Nichtbefolgung des Auftrages wegen des Segels wird, glaube ich, auch durch eine lange Verteidigung und vor nachsichtigen Richtern schwerlich dem Verdikt des Vatermordes entgehen können. Das hat ein attischer Schriftsteller wohl gesehen, und in der Erkenntnis, dass es auch bei gutem Willen sehr schwer sei, ihn zu rechtfertigen, erdichtet, Aigeus sei, als das Schiff sich näherte, in Eile zur Akropolis hinaufgerannt, um die Aussicht aufs Meer zu haben, sei dabei ausgeglitten und abgestürzt. Als ob er keine Trabanten gehabt hätte oder in der Eile keine Bedienung zur Hand gewesen wäre. Kommen wir endlich auf den Frauenraub zu sprechen. So entbehren die Verfehlungen des Theseus jedes schicklichen Vorwandes. Einmal wegen der Häufigkeit, denn er raubte Ariadne, Antiope, die Troezenerin Anaxo und schließlich Helena. Er, ein schon alternder Mann, eine noch nicht Erwachsene, ein unreifes Kind, während er schon in den Jahren stand, auch auf eine rechtmäßige Heirat besser zu verzichten. Sodann wegen der Ursache. Die Mädchen in Athen aus dem Stamme des Erechtheus und Kekrops versprachen gewiss keine schlechtere Nachkommenschaft als die Töchter der Troizenier, Lakonen und Amazonen, die er ohne rechtmäßige Werbung nahm. So entsteht der Verdacht, dass er das alles nur aus Übermut und Genussgier getan hat.
Romulus dagegen hat erstens von allen den geraubten Frauen nur wenig unter 800 an der Zahl, nur die eine, Hersilia, wie es heißt, für sich genommen, die anderen unter die unverheirateten Bürger verteilt. Sodann hat er in der Folgezeit durch die Ehre, Liebe und Gerechtigkeit, die den Frauen erwiesen wurde, die anfängliche Gewalt und Ungerechtigkeit zu einer rühmlichen Tat die Gemeinschaft fördernder politischer Klugheit gemacht. So vereinigte und verschmolz er die Völker und eröffnete für die künftige Entwicklung eine Quelle der Wohlfahrt und der Kraft. Für die Ehrbarkeit, Liebe und Beständigkeit, die er in das Eheleben brachte, ist die Zeit Zeuge. Denn in 230 Jahren hat weder ein Mann gewagt, sich von seiner Frau, noch eine Frau sich von ihrem Mann scheiden, sondern wie bei den Griechen, die alle subtilsten Forscher den ersten Vater- oder Muttermörder anzugeben wissen, so wissen alle Römer, dass Spurius Carvilius der Erste war, der seine Frau verstieß, und zwar wegen Unfruchtbarkeit. Zu dieser langen Zeit tritt als zweiter Zeuge das tatsächlich Erreichte. Die Könige teilten miteinander die Herrschaft, die Völker das Bürgerrecht infolge jener Verschwägerung. Aus Theseus' Verbindungen mit Frauen aber ist für die Athener keinerlei Freundschaft, kein Gemeinschaftsband mit irgendwelchen anderen herausgekommen, sondern nur Feindschaften, Kriege, Tod vieler Bürger und schließlich der Untergang von Aphidnai und dass sie mit Not durch das Erbarmen der Feinde, die sie als Götter anriefen und verehrten, vor dem Schicksal bewahrt blieben, das die Troer wegen Alexandros erlitten. Auch die Mutter des Theseus kam hierbei in nicht geringer Gefahr, sondern sie erlitt das Schicksal Hekabes, da ihr Sohn sie verlassen und preisgegeben hatte. Es sei denn, dass die Geschichte von ihrer Gefangennahme erdichtet ist, wie man denn wünschen möchte, dass dies und das meiste andere dieser Art Erfindung wäre. Endlich liegt in dem, was die Sage über den göttlichen Einfluss auf das Leben beider berichtet, ein großer Unterschied. Romulus wurde seine Errettung durch besondere Gnade der Götter zuteil. Das Orakel aber, das Aegeus gegeben wurde, er solle sich in der Fremde des Verkehrs mit Frauen enthalten, scheint zu beweisen, dass die Zeugung des Theseus wider den Willen der Götter erfolgt ist.